Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's, eure Frau Trollinger, und mein Thema heute: Lebe deinen Traum. In einem Forum kam heute mal wieder das Thema auf, jemand möchte YouTube spezielle Videos machen und war jetzt am Überlegen. Kennt ihr das? Sagen wir mal so, zu 90% die Menschen, die so sind, werden nie damit anfangen. Und am Ende ihres Lebens werden sie irgendwann da sitzen und sagen, ach scheiße, hätte ich das mal getan. Ach, das ärgert mich, ey, dass ich das nicht getan habe. Ich bin auch unsicher. Ich bin sehr unsicher. Ja? Ich weiß nicht, ob ich den... Ich weiß nicht, ob ich das sein mache. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, meine Zeichnung, ich habe keine Ahnung. Ich kriege nicht mal ein Feedback, außer es kauft jemand. Dann kriege ich ein Feedback. Das ist mein Feedback. Dass es jemandem gefallen hat, dass er es kauft. Das ist das einzige Feedback, was ich zurzeit habe. Und glaubt mir, ich bin verdammt. Aber wisst ihr was? Diesen Finger. Ich stehe morgens auf, gehe an meinen Schreibtisch, gucke. Wisst ihr was? Das ist das Schönste. Es ist wundervoll. Es juckt förmlich in den Fingern. Manchmal passiert es, dass ich nachts aufstehe. Und weil ich eine Idee habe. Hey, jetzt muss ich aufstehen. Ich schlafe. Ich auf und mache das und mache mindestens eine Skizze. Wenn ich eine Skizze gemacht habe, dann lege ich mich wieder ins Bett und kann schlafen. Aber es verschwindet nicht, dieser Gedanke verschwindet nicht. Und genau das ist es, was man tun muss. Es ist nicht das, was du nicht tun sollst oder die Überlegung, ach, soll ich? In der Zeit kannst du anfangen, du kannst generieren, du kannst schauen, was brauche ich dafür. Mach dir eine Stichpunktliste. Das brauche ich alles, um das umzusetzen. So. Und mein Gott, wo wären viele Menschen, Visionäre zum Beispiel, wie Steve Jobs oder so von Apple, Gründer, wo wäre er jemals in seinem Leben hingekommen, wenn er sich hingesetzt hätte? Nicht das wirklich cool. Sondern er ist seine Vision durchgegangen. Und das ist das, was ich faszinierend finde bei Menschen. Das ist auch das, was ich im Moment lebe, wo ich einfach sage, ich gehe jetzt und lebe meine Visionen. Ich will endlich voran und ich möchte einfach meinen Traum leben. Auch wenn mir immer wieder von außen gesagt wird, oh, ist ja nur brotlose Kunst. Ja, meine lieben Freunde, dann spendet doch mal für die brotlose Kunst ein paar Euro und sucht euch ein neues T-Shirt aus. Ha? Wie viele haben wir euch mal wieder irgendwie in der Wäsche ein Loch gekriegt? So. Ja, guckt doch einfach mal in meinen Shop unten drunter. So, Werbung für meine brotlose Kunst. Aber ich lebe meinen Traum. Ich möchte glücklich sein. Ich kann nicht an einen Arbeitsplatz gehen, wo ich nicht zufrieden bin, wo ich unglücklich bin, wo Menschen, viele Menschen um mich rum sind, die mich nur stressen und so weiter, wo ich deprimiert bin, Depressionen bekomme. Das bringt mir gar nichts. Deswegen habe ich mich hingesetzt und genau das jetzt getan, was ich getan habe. Genau meinen Weg gehe ich jetzt. Und ich finde, das sollten Tausende von anderen Menschen auch tun, Millionen von anderen Menschen. Sie sollten genau das tun, was sie wirklich glücklich macht. Auch mit den Videos hier. Ich meine, ach ja, ich hatte eine Weile überlegt. Dann habe ich irgendwann gedacht, du bist dumm, wieso überlegst du? Ich meine, quatschen kannst du, sabbeln kannst du, unsicher bist du da nicht. Mach's doch einfach. Und dann habe ich's getan. Habe ich mich hingesetzt mit den Videos hier und hab's gemacht. Und ja, ich bin immer noch unsicher. Ich bin immer mal unsicher. Was dann kommt, ja, dann mache ich mir mittlerweile, muss ich sagen, weniger Gedanken drüber. Also ob ich ankomme oder nicht. Es gibt immer Leute, die mich mögen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich erwarte nicht, dass ich wieder mache.
Ich erwarte auch nicht, was weiß ich, wie viele Leute, die mir folgen oder was, kann ich erwarten. Ich freue mich über jeden, der mir folgt. Das zeigt, dass ich ja doch nicht so ein Ekel im Leben bin. Ich habe mal gedacht, ich wäre sowas wie Ekel Alfred oder so. Nein, aber geht hin, lebt eure Träume, macht endlich das, was ihr wirklich machen wollt, was euch glücklich macht. Und genau dann verdient ihr auch euer Geld und nicht anders. Nicht irgendwelche Ausbildungen, Zusatzbildungen, um dann festzustellen, ach, das ist ja doch nichts für mich. Anders mache ich es auch nicht. Glaubt mir, Leute, ich war schon abgehauen. Morgen sind wir einen Schritt weiter. Und gebt mal Feedback von meinen Sachen, Mensch, verdammt. Ätzend immer kein Feedback zu haben. So, in diesem Sinne, meine lieben süßen Schnuckelmäuse, ich kann euch nur raten, tut es. Nicht denken, nicht lange grübeln, Liste schreiben. Was benötige ich alles daran? Was muss ich mir an Fachwissen noch aneignen? Und dann mach es einfach. Und setz es. Man kann dich aufhalten und du kannst auch nichts verlieren. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, zauberhaften Tag. Genieße ihn und lebe deinen Traum endlich. Los, gib Gas! Be crazy, tschö mit Ö!